Hallo und schönen guten Abend. Heute wollte ich mal über den Marauder Cluster RODH als Trashkiller in der Gruppe beim Pushen reden in Season 26. Entweder für Gem-Ups, für 130er, 140er oder auch zum Pushen Richtung 150 ist der Cluster RODH die Season eigentlich ganz gut geeignet. Viele Leute spielen eh in DH, weil der in Echoing Nightmares ziemlich stark ist. Und man sieht ihn auch im Leaderboard. Wird jetzt langsam von einem Grimside-Necro bei vielen Gruppen abgelöst. Aber man sieht hier noch, wir haben unseren 149er noch mit einem klassischen Cluster Arrow Marauder DH gemacht. Ja, und dem Bild wollte ich einfach kurz vorstellen, wie der denn so abgeht in der Gruppe. In der Gruppe natürlich immer ganz wichtig, das Ganze wird in der Konstellation gespielt, zusammen mit einem Support DH und einem Support Barb. Das sind die beiden wichtigsten Supporter, kann ich bei uns mal zeigen. So ein klassischer Support Demon Hunter, kann man einfach im Leaderboard schauen oder gibt es auch genug Guides noch im Internet. Der ist dann natürlich ganz wichtig und ganz wichtig zum Zusammenpullen natürlich ein Support Barb. Denn es ist wichtig beim Marauder Cluster Arrow DH, dadurch, dass der Cluster Arrow nicht so einen großen Radius hat, dass alles immer schön zusammengepixelt ist, schön aufeinander steht. Und auch die Türme schießen ja so ein bisschen dahin, wo sie wollen. Die schießen ja nicht genau dahin, wo wir unseren Cluster Arrow hinballern. Deswegen ist wirklich wichtig, dass wenig Mobs außen noch so rumschwirren und möglichst auf jeden Fall zur Feuerphase immer alles schön zusammengepullt ist vom Support Barb. Ja, reden wir mal kurz über die Items und die Skills und dann zeige ich euch ein kleines bisschen Gameplay. Ja, als allererstes fangen wir mit dem Cube an. Ihr seht es jetzt schlecht, aber hier im Waffenslot habe ich den Manticore drin. Für natürlich 300% mehr Damage für den Cluster Arrow und 50% weniger Hasskosten. Dann im mittleren Cube-Slot Zoe's Secret, was uns 9% Damage Reduction pro Companion gibt. Wir haben ja durch das Marauder-Set alle Companions, also mega Damage Reduction. So, und im Schmuckslot haben wir dann noch einen Punkting drin einfach, damit wir die Kombination aus Marauder Set und Crimson Set spielen können. In der Videobeschreibung verlinke ich natürlich wie immer auch einen Detailplaner-Link. Wenn ihr keinen Plan jetzt habt von den englischen Begriffen, von den Items oder von den Skills, den Detailplaner-Link könnt ihr auf Deutsch stellen. Also keine nervigen Kommentare mit dem Denglisch bitte. So, fangen wir einfach an. Ganz klassisch, wir tragen 5 Teile von Marauder, also mindestens Marauder Helm, Brust, Schultern, Handschuhe. Und da entweder Marauder Hose oder Marauder Schuhe. Und das Ganze kombinieren wir mit dem Crimson Gürtel und dann Crimson Hose oder Schuhe. Man craftet sich am besten Crimson Hose oder Schuhe, je nachdem, was man besser oder als allererstes in Ancient findet. Also in Uralt vom Marauder Set. In dem Fall habe ich jetzt Uralt Marauder Schuhe, deswegen habe ich mir die Hosen gecraftet. Sind noch ein bisschen schlecht, aber ja. Die wichtigsten Rolls sind dann natürlich auf der Brust auf jeden Fall Sentry Damage. Auf den Schultern auch Sentry Damage, am besten noch Area Damage. Denn das ist ja ein Trash-Killer-Build, also wollen wir so viel Area-Damage wie möglich stacken, dass wenn der Support-Barb alles schön zusammengepixelt hat auf jeden Fall, wir gut Area-Damage blocken und dadurch auch schön den Trash wegclearen können. So, also auf den beiden Items Sentry-Damage, hier am besten noch Area-Damage. Auf den Handschuhen wäre auch Area-Damage sehr gut. Man sieht, mein Gear ist auf jeden Fall noch nicht so gut. Die Season 26 ist ja jetzt auch noch nicht so alt. Am besten Crit-Crit-Area-Damage. Auf dem Helm und auf den Schuhen, der ganz wichtig, da kann man Cluster-Arrow-Damage rollen. Da müsst ihr für euch vielleicht ein zweites Paar holen, wenn ihr vielleicht noch den Multishot-Build auch zusammengebaut habt. Dass man da ein Paar hat für Cluster-Arrow-Damage und eins für Multishot-Damage. Ein paar Helm und ein paar Schuhe. So, dann tragen wir natürlich die Wraps of Clarity für den Damage-Reduction-Bonus. Dafür haben wir natürlich schön Invasive Fire mit Fokus-Rune. Oder man könnte auch theoretisch die Hardened-Rune nehmen. Die würden uns nochmal 25% mehr Armor geben. Aber für so ein bisschen mehr Hass, um auf jeden Fall jede Feuerphase durchballern zu können, würde ich hier dann eher die Fokus-Rune empfehlen. Außer man hat wirklich extreme Survivability-Probleme. So, und durch die Armschienen kriegen wir natürlich nochmal mehr Damage Reduction. Hier natürlich Fire Skill Damage, ganz wichtig. Dann tragen wir schön die Kombination Traveler Splash und Compass Rose, weil Squirt Ammo ist beim Pushen nichts mehr mit Aufrechthalten. Also Kombination mit Squirt und Fokus und Zurückhaltung könnt ihr hier komplett vergessen beim Pushen. Pushen kriegt man schon immer mal wieder auf die Fresse. Also schön Traveler Splash, Compass Rose. Wenn man so ein bisschen durch die Gegend saltot, man sieht, man verliert immer 5 Stacks auf jeden Fall, also 5 Damage Stacks wären quasi zu Toughness Stacks, wenn man saltot, also wenn man so ein bisschen im Kreis saltot, hat man auch irgendwann quasi die volle Toughness, aber wir wollen natürlich schauen, dass wir auch viel stehen bleiben in Oculus und bei der Feuer möglichst auch die 100% Aufrecht haben von unserem Traveler Splash Compass Rose Bonus für mehr Damage natürlich. Dann spielen wir natürlich mit Convention of Elements. Ja, einfach während der Feuerphase genug Damage. Schaut auf jeden Fall, dass ihr immer auch genug Hass habt während der Feuerphase. Also spätestens bei Cold auf jeden Fall, dass ihr da euren Hass regeneriert, wenn ihr gerade low seid. Oder dass ihr ungefähr dann den Companion ready habt. Denn durch den Companion kriegt ihr auch nochmal Bonus-Hass. Und zwar, weil wir alle Runen haben. Und das ist, glaube ich, hier der Bad Companion, der uns aktiv dann nochmal 50 Hass gibt. So, natürlich wäre das auch alles geil mit noch mehr Area Damage. Compass Rose mit Crit Crit Area. Am besten noch Convention mit Crit Crit Area. Für wirklich viel mehr Area Damage, damit wir auch die Rolle als Trashkiller voll ausfüllen. Dann natürlich Bombardiersrucksack für 100% mehr Sentry Damage. Auch am besten noch Area Damage rollen. Zwei Additional Sentries und nochmal mehr Cluster Arrow Damage. Ganz klar.
Den Youngs-Bogen tragen wir in dem Fall dann nur wegen der Source Cost Reduction bei dem Build. Bedeutet der Secondary Stat, ob der jetzt 150 oder 200% Multishot Damage drauf ist, ist egal. Wenn ihr mal irgendeinen Youngs findet, der einfach gute Damage-Stats hat, jeder hat jetzt noch ein bisschen Cooldown für ein bisschen mehr Rache-Uptime. Man kann es eh nicht permanent aufrechthalten. Aber wenn ihr einen schönen Bogen habt, der noch Area-Damage hat und wo einfach der Secondary-Stat wirklich low-rolled ist, könnt ihr ihn für ein Cluster-Arrow-Build trotzdem noch benutzen. So, ja. Das waren soweit die Items auf jeden Fall. Gems benutzen wir da natürlich, einen Bane of Trapped. Den pockt meistens unser Support-DH. Der ballert ja alles mit den Ketten voll von dem Odysseus-Bogen. Dadurch ist es auf jeden Fall alles geslowed und auch geprockt. Bedeutet, wir müssen bei unserem Türmen nicht die Rune Polarstation mitnehmen, sondern können hier die Guardian Turns reinnehmen, wo wir immer noch diese Kuppel erschaffen, wo wir auch Damage Reduction drin haben. Dadurch können wir selber so ein bisschen die Damage Reduction davon lenken. Unser Support-DH hat das wahrscheinlich auch dabei, aber so kann man selbst noch ein bisschen das Ganze kontrollieren. Aber man selber sollte lieber darauf achten, dass die Türme eigentlich immer mitten im Pull stehen und dann nicht wegen der Damage Reduction die außerhalb hin verteilen, aber zumindest ist im Pull dadurch auch nochmal eine Damage Reduction-Kuppel. So, bedeutet, wir benutzen Bane of Trapped, wir benutzen den Enforcer, weil unsere Türme ja als Pets zählen, die machen dadurch mehr Schaden und benutzen den Seisschrein der Rache. Bedeutet, wir wollen möglichst immer außerhalb vom Pull stehen, möglichst weit weg und reinschießen, aber wir wollen natürlich auch die Oculus-Felder nutzen. Also, wenn die Oculus-Felder nicht genau in der Masse sind, weil da ist es eh ziemlich dangerous, dann wollen wir möglichst so am Rand die Oculus-Felder natürlich alle mitnehmen, denn Oculus-Feld ist immer mehr Damage als der Seisschrein, aber natürlich nicht nehmen, wenn die Oculus so total dangerous sind. Ansonsten einfach schön weit auf Range stehen, wo man sicher stehen kann und reinschießen kann. So, kommen wir als nächstes zu den Skills. Ja, Evasive Fire mit Fokus, habe ich ja schon gesagt. Eventuell die Hardenrune für mehr Armor, jemand, der wirklich Survivability-Probleme hat. Dann natürlich Vault mit der Rune Tumble, das danach unser zweiter Vault quasi 50% weniger Ressource kostet. Ja, dann Vengeance mit der Dark-Hardrune. Können wir nicht immer aufrecht halten. Vengeance hat jetzt hier 90 Sekunden Cooldown, hält 20 Sekunden. Wie viel CDR habe ich jetzt? Ich habe zum Beispiel jetzt hier 46% CDR, also knapp die Hälfte an Cooldown hat das. Also, ja, gehen wir mal hier hin. Also hat ca. 45 Sekunden Cooldown, hält 20 Sekunden. Also man hat immer eine Downtime darauf. Ja, ist halt so. Aber mit Dark Heart nochmal 50% weniger Schaden. Hilft auf jeden Fall in den meisten Fällen noch ganz gut. So, dann Sentry mit Guardian Turret, wie schon gesagt gerade eben, für nochmal ein bisschen Damage Reduction und die Sentries machen ja unseren Schaden. Cluster Arrow mit der Rune Loaded Beer, ja, da kommen nochmal so kleine Explosionen dann draus raus, so kleine Granaten, die da so rausspringen und nochmal Explosionen machen. Ist einfach so die beste Damage Rune. Dann Companion, ist egal welche Rune ihr nehmt, ihr habt eh alle Runen von allen Companions wegen dem Rorda Set. Und zu guter Letzt die Passiven, da Kull the Weak. Unser Supporter Sloan ja für uns, unser Support-DH, 20% mehr Damage. Dann einmal einen Proc-Awareness. Man könnte alternativ anstatt dem Proc auch noch mit Ambush spielen, wenn man noch so lowere Gem-Ups macht und sein Gem-Up verlieren riskieren will. Dann könnte man das Ganze durch Ambush austauschen für nochmal 40% mehr Gegner. Über Gegner, die über 75% Leben haben, damit man ein bisschen Trash mehr One-Shottet. Aber natürlich für spätere Trash-Killer-Spiele, fürs Hörde pushen, bringt das Ganze dann nicht mehr so viel. Und auf jeden Fall, der Proc bringt da deutlich mehr von der Survivability her. Dann Custom Engineering für nochmal 100% mehr Duration hier von unseren Sentries und nochmal mehr Sentries. Und zu guter Letzt Grenadier. Grenadier erhöht den Schaden von unseren Granaten und den Explosionsradius auch nochmal. Und ja, das versteckt quasi die Granaten, die hier aus dem Cluster Arrow rauskommen, die hier so rausspringen. Die machen dadurch nochmal mehr Schaden. Ja, das war so ein bisschen was, kleines bisschen was zum Gameplay und auch die Skills und quasi der Cube und die Items vom Marauder Cluster Arrow DH. Dann würde ich sagen, zeige ich euch einfach einen Rift, einfach einen kleinen Speedgriff. Da haben wir mit 2 DHs gespielt, da haben wir 130er Gem-Ups gemacht. Da ich leider vom High-Pushen ja kein Gameplay aus Sicht des DHs habe, weil ich da Bosskiller spiele meistens, kann ich euch aber mal eine Kombination aus 2 DHs spielen zeigen, die man so für Gem-Ups spielt, so 130 herum. Denn das Gameplay da ist ziemlich ähnlich, wie man später höher als einzelner DH einfach Trash-Killer macht.
So, ich hoffe, man konnte das Gameplay da ganz gut sehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns im Stream oder im nächsten Video dann. Bis dann. Ciao.